Und Leute, willkommen zurück bei Ein Königreich für ein Lama. Wir sind nach wie vor auf dem Fluss, da wartet schon wieder dieser kleine Schisser auf uns, der diesmal wahrscheinlich wieder ein Wettrennen haben will, so wie ich das sehe. Mal gucken, wie das wird. Und wir machen einfach mal weiter. Aha, das macht ganz schön Spaß, was? Nein. Willst du ein Rennen oder bist du zu beschäftigt? Du bist begabt. Wenn du mich bis zum nächsten Wasserfall besiegst, geht die Sperre auf und du kannst im nächsten Level weitermachen. Ernsthaft? Wir sind riesigen Spinnen, wilden Jaguaren, Killerschildkröten und Baumstämmen entkommen. Und jetzt müssen wir mit einem Kind in einem gelben, aufblasbaren Lama um die Wette paddeln? Los geht's! Ja, da habe ich ehrlich gesagt auch keine Lust drauf. Weil ich will hier nicht hetzen. Dann fahre ich doch überall gegen, dann bin ich tot und dann bringt mir das auch nichts. Auch Stromschnellen, sonst hole ich ihn nicht ein. Da ist Stromschnellen. Da sind mir die Münzen jetzt ehrlich gesagt scheißegal. Hallo Vögelchen. Und ich wette, wenn hier irgendwelche Tiere sind, greifen natürlich nur uns an. Den Kleinen lassen die in Ruhe. Sollte hier irgendwas in der Art sein. Hallo, lieber Affe. Hallo, Vögelchen. Boah, wo stoßen die denn da an? Da ist doch noch gar kein Felsen. Oh, verdammt, falsche Richtung. Boah, geh weg. Und durchziehe. Haha. Oh, wie sieht das? Geschieht dir recht. Luftikus. Habt ihr das gesehen, ihr alten Knacker da hinten? Ich habe es geschafft. Das war der Fluss, Kapitel 3. Und ich weiß gar nicht, kommt jetzt noch ein Fluss? Oder war es das? Ein bisschen hoffe ich ja, dass es das war, aber das wird es nicht gewesen sein. Nein, natürlich nicht. Jetzt gab natürlich noch ein Flusslevel. Und es ist das letzte Level. Ich probier's mal gleich in der Aufnahme mit. Na? Probleme da drüben? Nö. Wo kommt die denn her? Da ist Isma wieder und sie sieht böse aus. Sowas kann sie wie ein Profi. Es ist Zeit, euch beide loszuwerden. Mein Zaubertrank wird euch den Rest geben. Ihr nutzlosen Nichtsnutze. Oh, oh. Schon in Ordnung. Ich habe Teufelslama-Spucke. Ihr nutzlosen Nichtsnutze. Bisschen doppelt gemuppelt. Mhm.
Warum zum Henker? Okay, also die tun mir weh. Okay. Ach so, muss ich die dagegen schubsen? Ich glaube, die muss ich einfach nur dagegen schubsen. Oh, verdammt, da war noch eins. Der ist nicht da. Gut, dass das vorbei ist. Sie kommt wieder. Habe ich im Drehbuch gelesen. Oh nö. Hat er gespoilert. Wie komme ich jetzt da oben an den Vampir ran? Hätte ich das... Das hätte ich wegspringen müssen, oder? Na gut, dann halt nicht. Wir nehmen alles mit. Hat hier jemand ein Glas Wasser? Nein? Yeah! Und es geht natürlich noch weiter. Wie soll ich die denn einsammeln, sage mal? Ich denke mal, das war's jetzt mit dem Fluss, Leute. Und wir sehen uns auf jeden Fall dann wieder im nächsten Video von Ein Königreich für ein Lama. Ich hoffe wirklich, dass es jetzt vorbei ist. Das ist nervig hier mit dem Fluss. Okay, gut. Bis zum nächsten Mal.